schon mal über den Begriff EBV oder Epstein-Barr-Virus gestolpert? Dieser Virus ist ursprünglich schon seit 1964 von Wissenschaftlern entdeckt worden. Gewinnt aktuell immer mehr Aufmerksamkeit. Warum? Da die Symptome einer Infektion so diffus und weichreichend sind, werden diese oft missinterpretiert und es kommt zu einer Fehldiagnose. Aber immer mehr Menschen weisen körperliche und psychische Symptome auf. Dabei seien sie kerngesund. Der EBV ist in sehr vielen Fällen der Grund. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das EBV auch dahinter steckt, hinter deinen unerklärlichen Symptomen, ist nicht gerade klein. Genau genommen 90%. Ja genau, denn über 90% der Weltbevölkerung tragen diesen Virus in sich. Doch jetzt mal keine Angst. Sehr vielen Fällen ist dieser Virus komplett harmlos. Zeigt keine Symptome, bleibt ein Leben lang unerkannt. Doch einige der über 60 Arten des Virus, die Wissenschaft vermutet, ja, besonders die neueren Arten, sind eben doch nicht so harmlos, sondern eher sehr aggressiv. Aber fangen wir mal von vorne an. Wie wird das Virus denn überhaupt übertragen? Über das Blut, oftmals schon immer Mutterbauch, ja, oder Kind, ne, wird ebenfalls schon infiziert über das Blut, aber auch die Körperflüssigkeiten, zum Beispiel beim Sex oder beim Küssen, deshalb wird die Erkrankung im englischsprachigen Raum auch Kissing Disease bezeichnet. Und was passiert dann? Phase 1. Bei der Infektion befällt das Virus die B-Zellen, also die Lymphozyten des Immunsystems. Diese Zellen haben die Aufgabe, Antikörper zu produzieren, damit Fremdstoffe oder infizierte Zellen dann von T-Zellen eliminiert werden können. Der Virus geht dann zunächst in den lysogenen Zyklus über. Das heißt, nachdem er sein Erbgut erfolgreich in die Zelle eingeschleust hat, ruht er dort erstmal. Es kommt nicht, wie bei anderen Viren, zu einem direkten Übergang in den lytischen Zyklus, das heißt zu einer Vermehrung und Bildung von Antikörpern. Somit bleibt das EBV in dieser Phase komplett unbemerkt und auch nicht im Blut nachweisbar. In diesem Ruhezustand kann er einige Wochen, aber auch 10 Jahre verweilen. Wie lange genau, das ist von der Vielzahl von Faktoren abhängig. Erst etliche Jahre nach der Entdeckung des EBVs haben die Wissenschaftler Ende 2009 dann herausgefunden, was zu einer Aktivierung des Virus in Ruhezustand führt. Während diesen sind etwa 70 Gene des Virus durch Methylierung inaktiviert. Das sogenannte Protein BZLF1 aktiviert diese Gene. Als ich darauf gestoßen bin, kam mir als Biochemiker natürlich der Gedanke, wenn unsere eigene DNA auf epigenetischer Ebene, also anhand von Methylierungsmustern, durch unsere Ernährungs- und Lebensweise beeinflusst werden kann, dann muss dies ja auch für die inaktivierten EBV-Gene gelten. Diese sind nach der Einschleusung in unserem Genom ja quasi unsere eigene DNA. Hier ist nochmal ganz wichtig zu verstehen, dass Viren keine eigenständigen Lebenswesen sind. Sie stellen ihr Überleben nur sicher, indem sie eigenes Genom und das des Wirtes integrieren und dadurch die Wirtszelle ausnutzen, um so die eigenen Gene zu vermehren und zu neuen Viren zusammenzustellen. Phase 2. Kommt es nun zur Aktivierung des Virus, also zur Übergang in die sogenannte lytische Phase, wird die Virus-DNA neue Viren freisetzen und das Immunsystem wird aktiviert. Es werden nun Antikörper gegen die Erreger gebildet. In dieser Phase ist übrigens die höchste Ansteckungsgefahr. Das äußert sich bei den betroffenen Menschen dann als pfeifrisches Drüsenfieber, welches aber auch etwa nach einer Woche meist wieder zurückgeht. Ein Test auf EBV wird hier nur selten gemacht. In manchen Fällen können Abgeschlagenheit, Kopf, Hals und Ausschläge aber auch noch länger anhalten. Außerdem kommt es häufig zu einer sogenannten Co-Infektion mit dem Staphylococcus Bakterien, was zu Entzündungen im Mundraum, Nasennebenhöhlen und auch Blasenharnwege und Nierenbereich führen kann. In der Phase 3. Nach dieser akuten Phase sind die Antikörper gegen EBV im Blut nachweisbar. Das pfeifische Drüsenfieber geht zurück und der Virus ist nun nicht mehr im Blut nachweisbar. Die Schulmedizin sagt natürlich jetzt, hey, du bist wieder kerngesund und die Infektion, ja, ist so gesehen durchlaufen. Doch oft setzt sich das Virus nun im Organen wie der Leber, Milz fest und bleibt dort unerkannt. Aber kann es bei einigen EBV-Arten sein, dass dieses wieder vorkommenden symptomlos und ungefährlich ist. Wenn es jedoch eine besondere aggressive Art ist, kann das gefährlich sein, da dadurch Entzündungen und Vergrößerungen des Organe hervorgerufen werden können. Schlussendlich können die EBV-Viren auch die Schilddrüse und das zentrale Nervensystem befallen und damit eine unzählige, teils auch sehr allgemeine Symptomatik hervorrufen.
die dann oft als Schilddrüsenerkrankung, Hashimoto, Fibromyalgie, chronische Müdigkeitssyndrom, Hepatitis C diagnostiziert werden. Da dies nun für heute erstmal reicht und ich das Video nicht allzu lang machen wollen würde, werde ich in den kommenden Tagen in einem zweiten Teil zum EBV genau beschreiben, wie diese für mysteriöse Symptome verantwortlich sein kann und vor allen Dingen chronische Krankheiten dem oft zugrunde liegen. Und nicht zuletzt sollte auch noch erwähnt werden, dass das EBV auch eine Rolle in der Krebsentwicklung spielt.